Ja, schönen guten Abend oder frühen Abend oder späten Nachmittag. Freut mich sehr. Endlich ist der Zeitpunkt gekommen. Der Film erblickt das Licht der Leinwand. Er ist seit nun fast 2 Jahren fertig. Es gab schon einen anvisierten Premierentermin letzten April im Rahmen des Lichterfilmfests. Dann kam der Lockdown, der erste. Wurde im Sommer wieder geöffnet, aber ich dachte, es hat einfach keinen Sinn, momentan eine Premiere zu machen. Ich warte lieber noch. Der Film altert nicht, wie die Lyrik von Paulus. Und jetzt ist wieder ein Jahr vergangen und die Situation ist eigentlich immer noch die gleiche. Und es ist sehr anstrengend, momentan Premieren zu machen, aber ich freue mich jetzt dennoch, dass wirklich jetzt stattfindet und freue mich, dass Sie, ihr alle hier seid, um sozusagen, ja, im Vorfeld zu Paulus 85. Geburtstag morgen diesen Film zu sehen. Also es ist ja sozusagen eine kleine Vorgeburtstagsfeier. Ja, jetzt müsste eigentlich, also es sind zwei Personen, die ja ohne die dieser Film so nicht aussehen würde, wie er jetzt aussieht. Das ist einmal der Alfred 23 Hart, der sehr gern hier gewesen wäre. Er lebt in Südkorea, arbeitet dort und hat es fest vor. Es war ihm nur einfach jetzt pandemiebedingt einfach zu riskant. Und ja, es ist sehr schade, er hat einen sehr großen Anteil an diesem Film und er grüßt ganz herzlich. Dann die zweite Person ist glücklicherweise hier, Lydia Böhme. Genau, wir werden dann hinterher noch herzlich willkommen. Und natürlich sind noch einige andere Personen involviert in das ganze Projekt gewesen. Das werden wir dann nach dem Film nochmal genauer erörtern. Ja, nicht so viele Worte. Wir hören jetzt sehr viele Worte, wir sehen aber auch viele Bilder und wir hören viele Töne. Es ist vielleicht ganz hilfreich, vorneweg ein bisschen was zu wissen. Also es ist Sie sehen jetzt keine klassische Dichterbiografie, kein Biopic, auch kein klassischer Dokumentarfilm. Ich kann das gar nicht. Ich komme aus dem Experimentalfilm und Videokunstbereich und war auch gar nicht meine Absicht. Es hat sich einfach so ergeben, aber das ergibt sich jetzt auch beim Anschauen, wie dieser Film entstanden ist. Es wird thematisiert. Aber es ist hilfreich zu wissen, dass der Film drei Teile hat. Und die Teile sind jetzt nicht durch Titel oder sowas getrennt, aber man wird es spüren, wenn diese Übergänge stattfinden. Es gibt experimentelle Teile, das ist quasi Teil 1 und 3, das ist sozusagen die Klammer des Films, sind jeweils ungefähr 20 Minuten und es gibt einen quasi dokumentarischen Mittelteil von etwa einer Stunde. Das ist vielleicht ganz gut, so im Hinterkopf sich zu behalten, um sich so ein bisschen darauf einzugrooven, wie dieser Film einen davonträgt. Und das Davontragen ist ein wichtiges Stichwort, weil auch wenn er vielleicht überfordernd ist, wie auch die Lyrik von Paulus war und ist, einfach ignorieren, einfach sich gehen lassen, einfach sich dem anvertrauen, dem Rhythmus der Worte, der Bilder, der Musik und treiben lassen. Wie die Wasser der Ohm sozusagen sich treiben lassen durch diesen Film. Ja, ich glaube, das soll jetzt erstmal genügen. Ich wünsche viel Vergnügen die nächsten 102 Minuten und wir sehen uns hinterher wieder vor der Leinwand. Danke. Ja, vielen Dank. Puh. Selbst auch immer sehr erschlagen danach. Ja, der Film sollte eigentlich nicht so lang werden, aber Paulus hat es mir so diktiert. Bitte? Paulus, ja. Und Alfred ist natürlich auch ein bisschen mit dran schuld, weil Paulus hat ja. Wir haben immer überlegt, Musik ist wichtig. Welche Musik? Dann fing er an, ja, Rolling Stones und so. Hab ich gedacht, ah, ich habe das Budget. Ich meine, das ist eine völlig freie Produktion. Ich habe den ohne Förderung gemacht. Diesen Film ist wirklich ein Herzensprojekt. Aber dann hat sich ergeben, dass Alfred Hart zu Besuch war aus Korea und hat Paulus besucht und hat ihm ein paar CDs dagelassen.
Und die habe ich mir dann ausgeliehen und dann war dann dieses Stück dabei, das wir jetzt am Schluss gehört haben, dieses 20-Minuten-Stück, eine Aufzeichnung. Also es war eigentlich eine Radiosendung von Radio X, live produziert. Und da war der erste Teil eigentlich schon geschnitten, dieser Einführungsexperimentalfilmteil. Und dann kam das noch dazu und dann hatte ich plötzlich zwei Experimentalfilme und dann ist Paulus gestorben. Naja, dann dachte ich, jetzt musst du da was Großes draus machen. Und mit Lydias Hilfe ist der Film dann eben gewachsen. Und wie gesagt, es ist noch lange nicht alles gesagt. Und ich habe auch vieles auch seitdem selbst erfahren und noch mehr Erkenntnisse aus seinem Werk gewonnen. Also der Film würde heute nochmal anders aussehen, aber das war eben der Stand meiner damaligen Erkenntnisse und meiner Faszination. Und ja, also da kam viel zusammen. Ich möchte jetzt mal einigen Leuten danken, die jetzt auch hier sind. Also wenn wir schon beim Sound sind, der spielt ja eine große Rolle, die Musik. Also ich habe es hier auch nochmal ganz neu gehört. Oliver Achatz und Paul Ziesche haben die Tonmischung gemacht. Der Paul ist hier. Grüße dich. Super Arbeit. Also da öffnet sich wirklich ein Raum und vor allem war es auch viel Feinarbeit, die Ideen, die so eingeflossen sind, die also rein akustische, rein soundmäßiger Natur waren. Und ich bin jedes Mal auch wieder baff von dieser Szene, in dem das Sudelbuch geblättert wird. Diese Szenen sind ja wirklich kurz nach seinem Tod entstanden und ich war so berührt, so bewegt auch, als ich diese Aufnahme gemacht habe mit den Blättern, dass man während dieser gesamten Aufnahme nur mein schweres Atmen gehört hat. Ich war völlig, es hat mich so berührt und bewegt, dieses Sudelbuch zu blättern. Das war natürlich soundmäßig überhaupt nicht zu verwenden, dieses schwere Atmen. Und hat es eigentlich stillgelassen. Aber Paul hat es dann dermaßen akribisch nachsynchronisiert, dass man wirklich sogar die kleinen Widerstände hört, die beim Umblättern des Ringbuchs entstehen. Und bei jedem kleinen, also ganz toll. Alexander Englert fällt mir gerade ein, also sitzt hier, ganz toller Fotograf, verfolgt ja schon seit Jahrzehnten, glaube ich, so die literarische Welt hier und dokumentiert sie. Ich sehe ihn eigentlich auf jedem Literaturfestival mit seiner Kamera, aber es ist nicht nur sein einziges, also er macht auch andere sehr tolle Fotografien, auch in fernen Ländern. Aber diese Dichterporträts sind wirklich so ein durchgehender Strang und ist natürlich eine wunderbare Quelle gewesen, die verwenden zu dürfen. Vielen Dank nochmal. Das ist wirklich sehr. Teilweise habe ich sie in Bewegung versetzt durch deine Serien. Menschenskinder. Ist Marcel eigentlich hier? Marcel Demgen, also einer der Musiker auch. Dann von den Verlegern Axel Dielmann. Natürlich Günter Kempf ist auch hier, also Anabas Verlag. Ganz wichtiger Verlag in den frühen Jahren auch, hat die Arbeit immer sehr begleitet. Wo ist er denn? Einfach mal kurz aufstehen und ja, vielen Dank, dass Sie den Weg aus Lich hierher gemacht haben. Und natürlich auch die die Einflüsse auf die Fluchtentiere, glaube ich, auf die so eine Poeten Vereinigung hier aus Frankfurt, die Fluchtentiere, also sehr verbunden, hier jetzt mit Julia Mantel, von Julia Mantel vertreten, mit Daniel Jurev und Jewgeni Breger. Also ich glaube, da gab es, man sieht sie auch teilweise im Film, also da gibt es, glaube ich, eine ganz innige Verbundenheit und auch eine ganz starke, ich glaube, eine Nachwirkung auch, die noch zu spüren ist. Ähm,
Ganz wichtig natürlich Michael Hohmann, weil es ist ja ein zentraler Teil, Michael Hohmann von der Romanfabrik. Herzlich willkommen. Also das war natürlich auch sehr zentral. Ich glaube, Sie verfolgen ja auch, Sie begleiten ja auch quasi seine Arbeiten auch schon über viele, viele Jahre. Und dass es natürlich die letzte Lesung werden würde, hätten wir alle nicht gedacht, die ich dann aufnahm, 3 Monate vor seinem Tod. Und danke für die Unterstützung, für die Hilfe und den Beistand dabei. Und natürlich, wenn ich jetzt niemanden vergessen habe, habe ich garantiert. Ist denn Wolfgang Rüger hier? Auch aus der Clique des Literaturbüro. Und wenn wir schon beim Literaturbüro sind, auch eine andere zentrale Figur natürlich, Harry Oberländer, auch hier, herzlich willkommen. War ja auch dann Nachfolger sozusagen. Ne? Und und natürlich eine wunderbare Vorrede auch zu seiner letzten Lesung, die wir ja auch auszugsweise gehört haben. Und vielen Dank für die Unterstützung und du warst ja auch bei der Probesichtung da und hast es quasi auch ein bisschen abgesegnet. Ich brauchte ja wirklich so ein bisschen Rückendeckung auch, ob das alles da wahr ist, was ich da so behaupte und von mir gebe. Und danke, danke. Also es ist natürlich ein Experiment auch oder beziehungsweise ein Wagnis, was aber last not least, ich möchte jetzt ganz gerne nach vorne bitten, Lydia, bitte, du ja, ich will dich schnell hier vorne haben. Lydia, ich danke dir ganz herzlich. Ich habe nur eine kleine Korrektur. Die letzte Lesung war am 4. Oktober, ungefähr 1 Monat bevor er starb. 2 Monate bevor er starb. Und zwar in der Seemannsmission in Hamburg. Und es war schon ein echter Witz, dass mein Mann in einer Mission vorlas. Aber ich hatte ihn ja schon in die Weißfrauen-Diakoniekirche entführt, als ich da eine Installation hatte. Da hat er aber mehrere Stunden ausgehalten. Aber wir haben auch gut dabei getrunken. Ne? Ja. Ja, Lydia, wie fing das eigentlich an? Also überhaupt, ich hatte ja Paulus natürlich seit Jahren irgendwie auf dem Kieker. Also ich hatte den Kattischband mal aufgeschlagen und habe so gedacht, was ist das für ein Wahnsinn und so. Und viel gelesen und kannte den Peter Engstler schon, den Verleger, und dachte, und er wollte immer zur Buchmesse eigentlich Lesungen machen. Ich dachte, ja, wenn du, stell dir mein Kino zur Verfügung, das mal sehen, Kino, und wenn der Paulus Böhmer kommt, ich will den mal kennenlernen. Und hat er extra eine Lesung bei mir gemacht, aber Paulus kam nicht. Hat er abgesagt. Und das ist dann so 2-3 Mal passiert, auch an anderen Orten. Aber irgendwann sind wir uns dann doch begegnet, als er den Robert-Gernhardt-Preis bekommen hat. Und dann fing es eigentlich damit an, dass ich in den Römerhallen bei einer Lesung war und ihn fragte, darf ich mal eine Aufnahme machen, darf ich das dokumentieren? Habe die Kamera ausgepackt und habe dann so ein bisschen aufgenommen. Die Aufnahmen sind eigentlich kaum zu verwenden gewesen, aber als ich das anguckte, dachte ich, Menschenskinder, warum machst du eigentlich nicht einen Film? Also ich meine, es ist eigentlich nicht so meine Art, Dokumentarfilme, keine Ahnung. Und dann habe ich eine Mail geschrieben und wie hat er denn da reagiert? Also ich habe die Bilder, die waren, glaube ich, ein bisschen kruftig so in diesem merkwürdigen Licht.
Ja, da war er schon sehr, sehr großzügig, muss ich schon sagen. Weil schmeichelhaft waren diese Bilder nun gar nicht. So hätte er jetzt ausgesehen, wenn er noch gelebt hätte, muss man sagen. Das stimmt. Aber er hatte so ein tolles Hemd an, deswegen habe ich die Aufnahme auch drin Das hat gelassen. nicht geklappt. Ja. Alles bei Paulus, was zu bunt, zu laut, zu schrill war, war meine Schuld. Nicht, also nicht in den Texten, aber nur im Äußerlichen. Aber du hast die Sachen ja auch alle sozusagen Ausgewählt aus und transkribiert auch. nachgenäht. Genau. Ja, und dann wurde ich ganz herzlich empfangen eigentlich in eurer Küche. Einige Sitzungen haben wir dann, wir haben gar nicht so viel über den Film gesprochen erstmal, ne, über alles Mögliche. Und dann wuchs das so langsam und durfte auch mal deine Kochkünste genießen. Und ja, aber ich glaube, ja. Und er war ja gerade dann quasi in den Endzügen von seinem letzten Buch quasi, ne? Das war, das hat natürlich, hat er natürlich sehr dran gearbeitet und und ich bin natürlich auch sehr stark mit meiner Kinoarbeit involviert. Das hat es natürlich etwas erschwert, die Produktion, aber ja. Ja, aber das wusste ich jetzt nicht mit der letzten Lesung, ja. Also das gut. Oder ich hab's vergessen. Die war wirklich sehr schön, aber es war wirklich ein eigenartiger Ort. Also ich meine, der Paulus passte an verschiedenen Orten besser oder schlechter rein. Und eine Bahnhof- und eine Seemannsmission, das war also wirklich für so einen reizenden, deftigen, kleine Flüsse liebenden Oberhessen war diese Landschaft wirklich ein bisschen merkwürdig. Aber das war sehr schön und sehr erfolgreich. Ja, Ich noch eine Sache sagen? natürlich. Also ich habe heute diesen Film zum dritten Mal gesehen. Ich muss eine Sache sagen, ich hatte einen wunderbaren Dichter zum Mann, aber ich kann auch eine Sache, ich kann loben. Und auch beim dritten Mal ist es wirklich wunderschön gewesen. Und ich bin dir einfach sehr dankbar. Ich denke mir, soweit überhaupt ein Mensch ein bisschen erhalten werden kann. Es gibt ja heute auch wirklich sehr gute Mittel, sehr gute technische Mittel, Reste oder nee, nicht Reste, aber Spuren zu erhalten. Das ist dir wirklich gelungen. Danke, danke. Aber mir fällt. Bitte? Ich mache jetzt den Lautsprecher weg. Ach so. Ja, der Leukert. Leukert möchte ich danken, unbedingt. Um Gottes Willen hätte ich jetzt fast vergessen. Faustkultur, meine Güte, Faustkultur. Ja. stand auf dem Schlauch. Also auch Ja, Faustkultur. unbedingt. Ganz tolles Buch zum 80. Geburtstag auch erschienen, aber auch kleines Bändchen, auch dieses Was bin ich, wer bin ich, Wer bin ich, wer bin ja. ich, aus dem ja auch zitiert wird. Sehr schönes Büchlein. Und da ist ja auch drin über das Zusammenfügen von Teilen, glaube ich. Ne? Also dieses erste Gedicht, was eigentlich die Ohm, dieses Einführungsgedicht, ist eigentlich eine Mixtur, die ich erstellt habe. Eine Kombination, eigentlich eine Montage. Aber ich glaube, Paulus hat aber auch immer montiert zwischen seinen Gedichten. Aber das ist eigentlich im Prinzip die Ohm und über das Zusammenfügen von Teilen. Natürlich ein Hauptteil aus dem Ohm-Gedicht, aber er hat es jedenfalls so abgesegnet. Mir ist eine Sache wirklich ziemlich stark aufgefallen. Ja. Ich hatte vor einiger Zeit den Besuch einer jungen Frau, die eine Ausstellung organisiert in Jena in einer Villa Rosenberg, die Rosenthal, Entschuldigung, die offenkundig dort als wirklich ein schöner Kulturort ist. Und die hat sich sehr lange, die hat Paulus Collagen und Bilder gesichtet und sagte, nachdem wir 2 Tage damit verbracht hatten, eigentlich sind die Gedichte auch Collagen,
alles zusammen, das ist ein ganz großes Collagenwerk. Und ich glaube, das stimmt wirklich. Das stimmt, ja. Weil ich glaube, es ist nur eine andere Ebene. Also ich habe im Film ja gesagt, es ist zum Luftholen, aber ich glaube, es ist parallel. Es läuft parallel. Hm. Ja. Ja. Ja, toll. Das wird eine Ausstellung und da wird der Film wahrscheinlich dann auch nochmal laufen. In Jena. Und sind ja auch einige andere Aufführungen jetzt geplant. In Berlin am 10. Oktober, also wer Freunde in Berlin hat, 10. Oktober im FSK-Kino, das ist ein Sonntag, in der Nachmittagsmatinee, die Uhrzeit weiß ich noch nicht, aber FSK-Kino Berlin, 10. Oktober. Und Leipzig ist auch geplant, Thomas Kunst will was machen, Jan Rönert will was machen. Also, ja. Schade, dass du nicht dabei ist, das zu genießen. Ich muss eine Sache von wegen, das müssen Sie mir verzeihen, das mit der Villa Rosenthal und Rosenberg. In dem Ort meiner Kindheit, das war eine richtige preußische Zitadelle namens Kirjat Bialik. Und da waren nur deutsch sprechende Menschen. Und da wohnte eben eine Familie Rosenthal neben Familie Rosenberg. Und ich habe sie mein ganzes Leben lang durcheinander geschmissen. Und heute eben auch. Entschuldigung. Gut, das entschuldigt mich auch ein bisschen, ja, mit meinem Namensgedächtnis. Ja, ich fand es jedenfalls wunderbar, dass du mir wirklich auch so toll, es war ja nicht keine einfache Zeit und Auskunft gegeben hast und so offenherzig warst. Also, ja. Es hat wirklich kaum jemand, wenig Leute haben so eine Möglichkeit, so lebendige Erinnerungen von einem geliebten, verschwundenen Menschen zu haben wie ich. Das ist für mich eine wunderbare Sache, dieser Film. Ja. Ich darf mich jetzt hinsetzen. Also, jetzt darfst du dich hinsetzen. Ich danke dir. Wir gehen auch gleich zum Trinken über. Es gibt nämlich auch was zu trinken. Und ich möchte natürlich nicht vergessen, auch Natascha zu danken. Nicht ohne, war nämlich auch nicht nur, dass ich hier das Kino nutzen darf, sondern sie war natürlich auch eine große moralische Stütze und hat mich also immer wieder auch aufgebaut und auch tatkräftig beigetragen, bei irgendwelchen Drehs auch an die Orte zu kommen, an die ich kommen musste zum Beispiel. Vielen Dank. Ja, Mensch, ja, toll. Okay, also es gibt Wein. Es gibt auch antialkoholische Tränke, also es gibt, oder wollen wir noch Fragen beantworten? Gibt es da ein Bedürfnis? Ja. Aber eigentlich ist es eine Premiere und da soll ja gefeiert werden. Kann man ja draußen beim Wein noch und stellen. Beim Wein. Ja, vielen Dank. Wir sehen uns oben, also im oberen Stock, also im Erdgeschoss. Dankeschön.